Und die erste Produktion, LG hat, die im Ballers Nauni Straße hat Reinhard Wengierig gesehen und wir haben einen kleinen Trailer. Der Trailer kommt nicht, doch. Oh. Eine Propaganda hat einzusetzen unter allen Mohammedanern der feindlichen Länder. Hinzielend auf die Erhebung gegen die Fremdherrschaft, systematisch und zielbewusst organisiert. In Bagdad, Ägypten, Indien, Russland etc. ist vor allem das gewöhnliche Volk durch Aufrufe und andere Mittel zur Gärung zu bringen. Insbesondere ist das religiöse Element. Das religiöse Element ist durch die Moscheen und die Brüderschaften in den Vordergrund zu bringen. Und es genügt nicht, dass in Ägypten und in Istanbul für die Deutschen gebetet wird. Das genügt nicht. Die zu erwartenden Repressalien werden, je grausamer sie eingesetzt werden und je mehr sie Unschuldige treffen, die Wut und den Fanatismus des Volkes schüren, das gewöhnliche Volk für den Kampf bis aufs Messer freiwilliger macht. Sämtliche mohammedanische Kriegsgefangene sollten raschest unter einem einzigen Lager vereinigt werden. Es befinden sich jetzt schon mehr als 900 Kriegsgefangene in mehreren Lagern, vor allem bei Wünsdorf in Zossen, Berlin. Hat Claudia Bashrawi und ihr Team haben diesen Stoff aufgearbeitet und es geht um die Geschichte, wenn man so will, vom Dschihad. Und also, dass das auch eine andere Geschichte ist, als die wie heute mit IS oder so verbunden wird. Und ich war bei der Pressekonferenz, nicht bei der Premiere, aber Reinhard Wengierig war da. Und ich weiß, dass die Aufmerksamkeit öffentlich auf diese Art von politischem Theater sehr groß war. Was haben Sie da gesehen? Ja. Also daraus geht ja nicht so viel hervor. Nee, das ist das Problem, ja. Das ist wieder mal typisch, die Pressekonferenzen und die Unterlagen, die man kriegt, da steht sehr viel drin und das auch schlüssig formuliert. Und dann geht man in die Veranstaltung und ist völlig perplex. Es ist ein Nichts ist dieser Abend gewesen. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was die eigentlich wirklich will. Ja, die Schlachtzeilen, die hat man aus den Presseunterlagen rausfischen können. Und es geht also da, wenn Sie sagen, es geht um den Dschihad, ja, das heißt Bemühung, das wurde einmal gesagt und damit ist das beendet, was der Dschihad ist. Es wurde nichts, aber auch gar nichts irgendwie tiefgründig oder kapierbar erörtert. Es wurde hin und her gehuscht und es ist Videoeinblendung und es umkreist ganz weit läufig vage, dass diesen historischen Fakt, dass Kaiser Wilhelm im Ersten Weltkrieg die Moslems mobilisiert hat, um gegen die Westalliierte, also die Engländer und Franzosen, mit an Seite des deutschen Wehrmacht in den Krieg zu ziehen und zu kämpfen. Das hat ja auch stattgefunden. Mhm. Und dann gab es in Zossen einen Kriegsgefangenenlager. Und weiter fährt man nicht. Dann wird stundenlang im Film und dann wird Sand hingestreut. Da kratzen sie auf dem Fußboden rum und spielen Archäologen. Und also ich muss es mal ganz hart sagen, es ist ein Schwachsinn. Da fehlt eine Dramaturgie, da fehlt die Autorin. Das ist eine völlig, ich war so ärgerlich. Also mit Schlagworten Dschihad und H und jetzt, da wissen wir ja alle, was jetzt, das kann ganz spannend werden. Unspannend. Es ist völlig wischiwaschi eine Dämlichkeitsveranstaltung mit relativem Aufwand und auch sehr dilettantisch gemacht. Und ich fand es entsetzlich. Und für den, das war die erste Produktion unter der Direktion von Wagner. Allein. Denn bisher war immer noch der Nachlass von Frau Schermin-Langhoff dort abzuarbeiten im Naunenstraße. Und ich muss sagen, also so geht das nicht weiter. Also da müssen Sie sich schon ein bisschen was, als Paukenschlag, als Opening dieser eigenen Intendanz war es eh schon flach. Und es ist wieder auch das Ärgerliche, jetzt den Trailer, den wir jetzt gesehen haben, der lügt auch im Grunde genommen wieder was vor. Der imaginiert uns eine artifizielle, raffinierte Veranstaltung. Der war handwerklich gut gemacht, aber
der Grips fehlte. Man hat eigentlich nicht wirklich kapiert, um was es ging. Es war nur schön bunt. Aber diese Ästhetik dieses Clips, die ist ja nicht mal in der Inszenierung auch nicht drin, sondern sie stehen auch nur vier Darsteller oder Sprecher dumm im Raum rum und lassen Text ab. Und man sagte mir, ja, was wollt ihr? Ich weiß, dass das mit dem, mit was da war, 1914, 15 da unten und und dann erzählen die da irgendwas. Es ist eine, ich muss sagen, es ist eine ärgerliche Veranstaltung, das Thema nicht erfüllt, für Sätzen, sechs oder so. Okay. Ja. Es kommt auch nur noch morgen, also heute und morgen. Und also ich habe sehr weit geguckt. Ich weiß nicht, wann Sie es in dieser Spielzeit nochmal aufnehmen. Also jedenfalls nicht vor November.